Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Das erste Juniwochenende steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Senftenberger Sees. Nach einem Festakt am Donnerstag im Amphitheater gibt es bis einschließlich Sonntag in Großkoschen ein buntes Programm. Der Freitag beim Festwochenende zum Seejubiläum in Großkoschen gehörte in erster Linie den Kindern. Die Stadt Senftenberg hatte zum großen Strandfest eingeladen. Neben verschiedenen Mitmachangeboten konnten die Mädchen und Jungen vor allem eines: sich richtig austoben. Verschiedene Konzerte, die Landesbergparade und eine Lasershow runden das Programm am Festwochenende ab. Der Rettungsdienst im Landkreis Oberspreewald-Lausitz nimmt eine weitere Hürde hin zur Kommunalisierung. Am 24. Mai wurde die Umfirmierung der Familiencampus Lausitz Betriebs GmbH in die Rettungsdienst Niederlausitz G GmbH notariell beglaubigt. Nächster Schritt ist die Übertragung der Aufgaben an die neue Gesellschaft. Hierbei stehen derzeit die Vorbereitung des Betriebsübergangs, die Schaffung geeigneter Strukturen und die Ausarbeitung der Verträge im Fokus. Über die sogenannte Betrauung und die finanzielle Ausstattung der neuen GmbH muss dann der Kreistag entscheiden. Auch in Lauchhammer gab es zum Kindertag ein großes Fest im Schlosspark. Bei strahlendem Sonnenschein konnte Bürgermeister Mirko Buhr zudem einen warmen Regen ankündigen. Das Kinderfest im Schlosspark Lauchhammer West war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die Kinder konnten nach Herzenslust toben und sich vergnügen. Besonderen Grund zur Freude hatte Bürgermeister Mirko Buhr. Er konnte eine nicht alltägliche Spende ankündigen. Ein Vertreter der auch in Lauchhammer aktiven Firma Enercity Erneuerbare GmbH übergab einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro an Laura Paulig und Erik Sobiella von der Bürgerinitiative Skaterplatz Lauchhammer. Dort will die Bürgerinitiative einen Spielplatz errichten. Insgesamt werden dafür ca. 60.000 Euro benötigt. Durch die großzügige Spende von Enercity ist der Spendenstand auf 33.495 Euro gestiegen. Das Polenshaus in Senftenberg wird nicht wieder verkauft. Das haben die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am 30. Mai beschlossen. Außerdem haben sie grünes Licht für Erholungsgärten am ehemaligen Wasserwerk in Buchwalde gegeben. Ein Bebauungsplan für das rund 10 Hektar große Areal soll aufgestellt werden. Eine Rolle rückwärts machte die SVV hingegen beim Hort mittendrin in der Rathenaustraße. Die Übernahme in kommunale Trägerschaft und damit die Kündigung des Betreibervertrags mit der Fröbel Erziehung und Bildung GmbH wurden zurückgenommen. Außerdem erarbeitet die Stadtverwaltung auf Anfrage der AfD-Fraktion jetzt eine Übersicht, welche Kosten der Besuch des Bundespräsidenten in der Kreisstadt verursacht hat. Das Pfingstwochenende in Lindenau stand ganz im Zeichen des traditionellen Parkfestes. Und auch die 66. Auflage des beliebten Festes war ein voller Erfolg. Das Parkfest in Lindenau zog am Pfingstwochenende wieder zahlreiche Gäste aus nah und fern in die Pulsnitz-Gemeinde. Buntes Treiben an allen 4 Veranstaltungstagen und ideales Wetter machten die 66. Auflage zu einem vollen Erfolg. Die Fahrgeschäfte hatten gut zu tun und waren Anziehungspunkt für Familien. Das galt auch für den Höhepunkt am Sonntagnachmittag im Festzelt. Erst ein Programm für die Kinder und danach die große Show mit Musik, Gesang und Tanz. Der Aufwand habe sich gelohnt, so das Fazit des Vereins. Und daher werde schon jetzt über die 67. Auflage des Lindenauer Parkfestes nachgedacht. Und jetzt folgen weitere Kurzmeldungen.
Bei ihrem Besuch am 1. Juni in der Kita Sonnenschein in Meurow haben Deka-Chef Erik Pellmann und der Lausitzring-Verantwortliche Norbert Kohlenbrenner Kodi-Block-Baukästen für die Schipkauer Kindereinrichtung übergeben. Damit können die Kids nun das autonome Fahren und die für den Standort Klettwitz geplanten City-Kurse im Spiel kennenlernen. Falk Arian Stahmann von der Musikschule des USL-Kreises war beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert Ende Mai in Zwickau erfolgreich. Der Anna Hütter holte sich mit 19 Punkten das Prädikat mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. Musikschulleiter Ulrich Stein ist stolz auf Falk, seinen Lehrer Christoph Böhm und seinen Begleiter an der Gitarre Hanno Nusche. Die Frauen des SV Eintracht Ortrand sind Kreispokalsieger 2023. Nach einem Treffer von Lena Nowka gewannen sie Pfingstmontag in Ortrand 1:0 gegen die SG Griesmannsdorf. Für die Eintracht Frauen ist das der 4. Pokalgewinn in 5 Jahren, diesmal ohne ein Gegentor. Der Kohleausstieg und die Energiepreise in Brandenburg waren am Donnerstag Themen eines Arbeitsgespräches von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Staatskanzlei Potsdam. Am Rande der Festveranstaltung zum 50. Jubiläum des Senftenberger Sees zeigte sich Woidke zufrieden mit dem Verlauf der Gespräche, vor allem in Bezug auf den von Habeck angestrebten Kohleausstieg 2030. Es gibt positive Ergebnisse für die Region, es gibt positive Ergebnisse insgesamt. Wir sind uns im Großen und Ganzen einig geworden, was die Fragen betrifft, auch der zukünftigen Energieversorgung. Das muss erstmal einen Plan geben für Deutschland. Es muss eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung geben. Das ist für uns die Grundlage für die Haushalte, genauso wie für die Wirtschaft. Woidke betonte erneut die Bedeutung der Lausitz als zuverlässiger Energielieferant für Gesamtdeutschland über Jahrzehnte. Und darauf könne man stolz sein. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Das Wochenende über wird es mild und trocken. So wird der Samstag angenehm bei 6 bis 20 Grad. Dabei ist am Vormittag die meiste Zeit über die Sonne zu sehen, bis sich dann gegen Mittag eine leichte Wolkendecke über dem Himmel verteilt. Am Sonntag wird es etwas wärmer mit 9 bis 23 Grad bei einem ganztägig wolkenlosen Himmel. Der Montag steigert seinen Höchstwert auf 25 Grad und auch hier ist kaum eine Wolke zu sehen.